Wir basteln heute wieder ein kleines Geschenkchen. Das ist nicht nur für Weihnachten gut, sondern generell sind diese Geschenkverpackungen toll. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht viel um den heißen Brei rum, sondern wir legen direkt los. Ihr braucht ein Blatt Papier, das müsst ihr auf 19 cm Länge zurechtschneiden und 13 cm Breite. Und dann braucht ihr ein zweites Papier, auch wieder 19 cm Länge. Und das macht ihr 11,5 cm. Ups. So. Dieses Papier legt ihr jetzt erstmal beiseite. Wir arbeiten mit dem hier. Ich lege jetzt auch mein Brett zur Seite, denn ich nehme jetzt meinen Score Easy, weil ich das damit einfacher finde. Und mein Super Falzbein von Rossmann. Wir falzen zunächst einmal bei 3 cm. Jetzt machen wir bei 1,5, also bei 4,5 quasi. Oh, da war quasi wieder Mensch, das war aber lange her. Jetzt kommen 2 cm, also 1, 2 bei 6,5. Dann wieder 2 cm, also bei 8,5. Und dann bei 1,5 cm, also bei 10. So. Sehr schön. Das ist unser Blatt Papier. Das drehen wir uns jetzt und falten es bei 1,5 hier nur die beiden 2 cm Teile. Und hier ebenfalls bei 1,5 auch wieder nur. Ups. Warte mal, wir drehen das Blatt Papier mal einfach und dann ist gut. Um uns hier nicht so quälen. Nur dieses Stück in der Mitte. Und jetzt nehme ich auch direkt ein Cuttermesser und schneide hier in diesem Stück hinein. So, auf der anderen Seite auch. Super. So, jetzt packen wir das Scorebrett erstmal beiseite. Und jetzt falten wir das Ganze. Dazu ist es wichtig zu sagen, das muss jetzt richtig schön gefalzt sein. Also nehmt euch am besten so ein Falzbein oder irgendwas, mit dem ihr das richtig falzen könnt, zur Hilfe. Denn umso besser das jetzt gefaltet ist, umso schöner sieht eure Verpackung gleich aus. So, jetzt haben wir so ein M. Falten das hier noch nach innen und haben wie so ein M das Ganze jetzt und falten das so zusammen. So, dann kommt jetzt auf die Seite, die kürzer ist, die kommt nach innen, also das ist bei mir diese Seite. Das seht ihr, die hier guckt so ein bisschen rüber, das ist jetzt aber nicht schlimm. So, und dann kommt hier jetzt dieses Teil Kleber drauf. Ja. Kommt da rein. So. Und wird angeklebt. Wenn jetzt hier so ein bisschen übersteht, ist nicht schlimm. Das ist, weil ich so ungenau, weil ich gerade wieder das billige oder das nicht so gute Brett nehme. Dadurch wird bei mir ein bisschen manchmal was schief, was mich selber gerade nervt. Aber in Ermangelung des anderen Brettes, da das kaputt gegangen ist, muss ich jetzt mal das nehmen. So, jetzt haben wir hier erstmal die Grundform fertig, wie so ein M. Kann kurz beiseite gelegt werden. Wir nehmen uns jetzt den Restschniepel, den wir hier vorhin hatten. Schneiden uns den mal auf 2,8 cm Breite zurecht. So. Und nehmen wieder, also ich nehme jetzt wieder das Falzbrett. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde es halt ganz praktisch. Und falte mir das bei 1,5. 3, 4,5 und 6. Dann wieder 1,5, also 6,5, 9, 10,5, 12. So. Und schneid das bei 4, also bei 6 cm auseinander. Und jetzt habe ich zwei so eine Schniepel, habe den Rest der Seite verwendet. Was natürlich auch mir wieder gut gefällt, weil man nicht so viel Papierrest fabriziert.
und falten das Ganze so zurecht. Jetzt machen wir hier unten auf die eine Seite. So, machen wir Kleber drauf. So, nehmen uns unsere Box und mit der Kleberseite hier unten rein. Jups. Und ankleben. Und jetzt falten wir das hier drum und stecken diese Seite hier in unseren Schnitt hinein. So. Und schon haben wir hier die Boxseite gebaut. Das gleiche machen wir auf der Seite auch. So. Und wieder die andere Lasche hier hinein. So, und schon ist unsere Box soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Außenbereich machen. Da haben wir uns ja gerade hier schon so ein Blatt zurechtgeschnitten. Das nehme ich mir wieder mein Score Easy. Falte ich bei 3 cm. Und jetzt habe ich hier so was ganz Cooles, so einen kleinen Smiley. Der markiert mir 2,15 mm. Also so ein 2,5 mm Länge. Und dann kann ich, wenn ich mein Blatt passend anlege, immer diese 2,5 nutzen. Weil wir haben ja jetzt, das ist ja die Außenfläche, 3 cm. Jetzt würde ja 1,5 kommen und wir müssen ja ein Müh größer sein. Das heißt, ich lege das hier bei der 3,5 an. Also da ist ja meine Falznaht gerade. Und messe die 1,5, wäre bei 5 cm. Und jetzt mache ich beim Smiley so eine Markierung und habe dadurch 1,75, also ein bisschen höher. So, und damit ich das natürlich weiter nutzen kann, lege ich jetzt diese Falz hier bei 2 cm an und mache bei 5,25, also habe ich jetzt hier 3,25 cm Breite und mache das Ganze nochmal bei 1,75. Für euch also 3 cm, 1,75, 3,25, 1,75 und ein kleiner Rest. So, ihr Lieben, das falte ich mir nun. So. Schnapp mir meine Verpackung. Und lege diese hier hinein. Und jetzt könnt ihr beim Zusammenkleben auch drauf das ein bisschen enger machen. Da umso enger liegt es nämlich drum. Ihr könnt natürlich auch das einfach so zusammenkleben. Dann seht ihr schon, bei mir ist es halt gut mit Spannplatz. Ja, und deswegen halte ich das so ein bisschen mehr zusammen. Ich mache jetzt auf die kurze Seite, die von übrig geblieben ist, da mache ich jetzt ein bisschen Kleber drauf. So. Und jetzt umwickel ich meine Stiftebox und klebe das Ganze an. Und dadurch, dass wir hier halt wirklich 3 cm gegeben haben, haben wir jetzt auch nicht so viel mehr überzustehen. Ja, und so geht eure Box dann auf. Die eine Seite bei mir sogar ein bisschen besser als in der anderen, aber das ist ja nicht schlimm. So. Und jetzt könnt ihr das Ganze dekorieren. Beim Dekorieren sind euch ja keine Grenzen gesetzt. Da kann man jetzt mit Blüten arbeiten, mit Kleber oder ja, mit verschiedensten Sachen. Kann auch Sprüche drauf stempeln, aber das ist halt die Grundfunktion der Box. Und wir sind in 10 Minuten damit fertig. Also wieder ein ultraschnelles Geschenkchen. Und da könnt ihr jetzt Kugelschreiber oder ähnliches reinmachen. Und da habe ich eine echt coole Idee für euch. Die zeige ich euch mal jetzt. Und schon wechselt das Bild. Ich habe hier jetzt schon mal Dekopapier raufgeklebt. Das habe ich einfach 19 cm mal 2,8 cm zurechtgeschnitten. Und kann dann ja, draufgeklebt werden. Dann habe ich ein, ja, also ich will mir da so ein Embellishment so ein bisschen in die Richtung machen. Habe mir jetzt hier so eine Blume ausgestanzt. Könnte man so rum oder eben so rum aufkleben. Und das irgendwie mit der blauen Blume gefällt mir gerade gut. Ich weiß auch nicht, warum.
Und dann kann man hier noch sich einen Spruch zurechtschneiden mit viele Herzenswünsche, finde ich persönlich sehr schön, oder mit besten Wünschen. Und dann ist diese Geschenkverpackung fertig. Und jetzt muss da ja irgendwie noch was Cooles rein. Ich mache hier mal nebenbei meinen Kleber an, weil ich will das gleich mit Kleber ankleben, die Blume hier. Und, ups, so, dann kann das schon mal wärmen. Und ich hatte euch in meinem letzten, oder in einem Haul im November, habe ich euch gezeigt, diese Kugelschreiber, die habe ich beim Action mitgenommen. Und dieses Geschenkpapier, das habe ich beim Teddy gekauft. Ja, und dieses Geschenkpapier habe ich mir jetzt in kleine 3 cm breite und 10 cm lange Streifen zurechtgeschnitten, weil ich mit diesen Kugelschreibern was vorhabe. Und ja, die Idee finde ich halt ultra cool, weil ja, diese Kugelschreiber sind hübsch, aber es geht noch hübscher. Ja, ihr könnt ja jetzt mal einen Screenshot machen und könnt euch dann gleich das Ergebnis angucken. Ich finde es halt unglaublich witzig, was so alles möglich ist. Ja, wir nehmen jetzt hier dieses Blatt Papier. Da mache ich jetzt mal 2 Klebestreifen so ein bisschen dran. Da könnt ihr auch schon, damit es dann schneller geht, alle vorbereiten. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr sie ordentlich nebeneinander legt. Und ja, ihr nicht selber dran kleben bleibt. Aber ich bereite da immer gerne so ein bisschen vor. So. Dann haben wir das. So. Und jetzt bauen wir hier diesen Kugelschreiber auseinander. Ups. So. Ups. So, müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. So, kleben diesen Glitzer daran und so drum. Und das könnt ihr hier übrigens jetzt auch mit eigenen Fotos machen, ne? Also ich nehme jetzt Glitzer, aber ihr könntet natürlich auch ein eigenes Foto nehmen, ne? Ihr wollt jetzt jemandem eine schöne Geschenkfreude machen und macht da ein Familienfoto oder so rein. Finde ich auch eine ultra schöne Idee. So, ich muss mal andersrum machen. Ist natürlich jetzt eine kleine Fummelage, weil mein Papier ist nicht glatt oder so. Und ihr müsst auch darauf achten, es sollte nicht zu dick sein. Ne, dann müssen wir die Seite nehmen. So, es sollte auch nicht zu dick sein, euer Papier, damit ihr das wieder drum bekommt. So, dann habt ihr das drum. Jetzt bauen wir den Kuli nur noch wieder zusammen. Und ich finde, also mein Geschmack trifft dieser Kugelschreiber ein wenig mehr, weil der so schön glitzert. Wie findet ihr das? Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Nicht jedem gefällt ja Glitzer. Jetzt habe ich die falsche Seite abgeschraubt. Also oben braucht ihr nicht abschrauben. Ihr müsst nur hier vorne die Spitze abschrauben. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Und ihr könnt halt statt dem Glitzerpapier könnt ihr hier ein Foto drum wickeln. Ich finde die Idee richtig mega cool. Und finde selbstgemachte Fotokulis einfach spitze. Weiß nicht. Ich fand das schon als früher toll. Ich habe mir früher echt so eine Kugelschreiber gekauft, die man halt eigene Fotos reinmachen kann. Und als ich die hier beim Action gesehen habe, dachte ich, Mensch, das sind doch wie die damals, die ich hatte, die ich mir selber gemacht habe. Solche Kugelschreiber. Und vor allen Dingen, es geht sehr, sehr fix. Und diese Kuli sehen auch hübsch aus. Man kann jetzt auch einen Namen machen, ne? Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einen Namen draufdrucken auf Papier und macht hier einen Namenskugelschreiber draus. Ja, also zum Beispiel Manon, ja, gibt es ja ganz wenige Kulis. Ja, könnte ich mir hier jetzt einen Kuli drauf schreiben, wo Manon draufsteht. Ui, Feuerwerk. Hier knallt es schon ein wenig. So. Und schon haben wir wieder einen fertig. Also ich finde die Idee extrem cool. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich bin ganz gespannt, ob ich hier die Einzige bin, die das so witzig findet, was so alles machbar ist. Oder ob es mehr da draußen gibt, die... vielleicht seid ihr ja selber auch schon auf diese Idee gekommen. Habt ihr das auch schon mal mit den Kulis gemacht? Schreibt in die Kommentare, bin ich neugierig. So, und dann haben wir
ratzefatze vier Kulis fertig. Jetzt muss ich nur noch vier so eine Boxen bauen, dann habe ich vier Weihnachtsgeschenke. Oder eben zum Geburtstag oder eben zur Jugendweihe oder wenn man halt einen Kugelschreiber verschenkt. Ne? Wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, finde ich auch eine super süße Idee, ja, dass man sagt, hey, zum Arbeitsvertrag alles Gute. So, die hier ist jetzt warm. Ja, ist sie. Chips. Nur nicht die Fingerchen verbrennen, das könnte wehtun. So. Ups. Dann kann ich die erstmal wieder aus. Die Herzenswünsche kleben wir noch drauf. Und schon ist euer Geschenk fertig. Also ich finde, das ging super duper schnell. Und wir können den Kugelschreiber hier hineinlegen. Ich finde, das sieht super cool aus. Also ich finde, das ist eine richtig tolle, schnelle Geschenkidee. Und ich habe selber in meinem Adventskalender letztes Jahr sowas gehabt, auch mit einem Glitzerkuli und fand es einfach toll. Habe mich so drüber gefreut, habe den wirklich benutzt, bis er irgendwann verschwunden ist. Bei mir verschwinden ja Kulis immer mit der Zeit. Ja. Und so könnt ihr richtig tolle kleine Geschenke in 10 Minuten oder sagen wir mal, es sind jetzt 15 Minuten gewesen, bauen. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Einschalten. Schaut gerne meine anderen Adventskalender-Ideen oder Geschenkideen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!